Hallo, der Trend von Feuerplatten im Grillbereich nimmt kein Ende. Und genau in diesem Video geht es nämlich um die Barbecue Disc von Moesta. Wir packen sie zusammen aus und was man mit dem tollen Gerät alles machen kann, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Mal zusammen mal rein. Ist alles hier richtig gesichert. Das ist nämlich in diesem Karton, wird das hier angeliefert. Dann haben wir hier so ein richtig schönes Dreieck. Und dieses Dreieck beinhaltet eine Halterung für den Grill gleich. Komme ich gleich nochmal drauf zu. Dann haben wir hier die Schrauben. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Die Schrauben sind jeweils für die drei Arretierungspunkte. Zeige ich euch gleich, wie gesagt, nochmal am Grill. Und hier drunter befindet sich noch ein Karton. Den unteren Teil habe ich jetzt auch mal aufgemacht vom Karton. Und da drin befindet sich die Barbecue Disc. Und die Barbecue Disc, die hat es wirklich in sich. Die hat extremst viel Gewicht. Und was ich hier besonders genial finde, ist zum einen hier hinten dieser Rand und zum anderen hier vorne dieses Logo. Aber dafür müsst ihr einmal näher kommen. Und da seht ihr das auch schon, ein richtiges schönes Moesta Barbecue Logo. Ihr seht von der Oberfläche her, ist das ordentlich rau. Es ist eine Gussplatte und eingangs hatte ich ja gesagt, dass sie ordentlich Gewicht hat. Die Platte alleine hat schon, ja, ich sag jetzt mal 22 Kilo. Und die gilt es jetzt erstmal einzubrennen, aber dazu müssen wir unten die Arretierungspunkte erstmal am Grill fixieren. Doch bevor wir das am Grill gleich zusammenbauen, möchte ich euch gerne den Untergrund von der Platte zeigen. Ihr seht hier halt mehrere Zwischenstreben und unter anderem hier auch nochmal Arretierungspunkte oben und unten jeweils. Das gilt auch für den Bereich vom Grill, das heißt, dass ihr da nicht verrutschen könnt, was ihr aber auch im Gegenzug an der Halterung habt. In dem Fall diesen. Und die Mitte von der Halterung, die hat auch in sich, aber das zeige ich euch gleich nochmal am Grill. Grill ist ein Stichwort, denn da sehen wir uns jetzt gleich wieder. Die Barbecue Disc kommt auf einen ganz normalen Kugelgrill, sei es jetzt hier, wie in dem Fall ein Weber Kugelgrill. Es gibt ja von Rösler auch noch einen Kugelgrill und anderen Herstellern, also alle mit dem Durchmesser von 57 cm. Da einfach das untere Gestell drauf machen, gut zentrieren und dann kommen wir einfach gleich mit den Schrauben vorbei, denn da sind jetzt die Löcher und diese Schrauben müssen dann da rein. Ihr seht da halt schon den Punkt, wo die Unterschraube rein kann, denn dieser Arretierungspunkt finde ich ziemlich cool. Da kann der Grill nämlich stehen, wie ihr ihn hinstellen wollt, denn ihr könnt nämlich die Barbecue-Disc so halt in der Waage halten. Ich drehe das schon mal so grob vor. Das mache ich jetzt mit allen drei Seiten und dann kommen wir zur Barbecue-Disc. Was auch ziemlich cool ist, und zwar die Halterung, die hat genau die gleiche Größe der Öffnung für den Wokaufsatz von Moesta. Das heißt, diesen könnt ihr rein theoretisch auch hier mit reinbauen. Deswegen sind hier auch, ich drehe euch das mal hier, diese kleinen Löcher, um da halt wirklich den Wokaufsatz drin zu arretieren. Aber hier in diesem Video geht es ja komplett erstmal nur um die Barbecue Disc. Kommen wir jetzt zur Barbecue Disc. Ihr seht da unten die Schrauben. Wie ich euch vorhin an der Barbecue Disc gezeigt habe, vom Untergrund gibt es drei Punkte, wo die Schrauben tatsächlich reingehören. Und da gehört es jetzt dazu, die Schrauben komplett einmal da drauf zu setzen, so dass die Schrauben genau auf diesen Punkt genau drauf sind. Bei dem Gewicht ist das schon ein schwieriges Unterfangen, die Schrauben genau auf die Platzierung zu bekommen. Jetzt nehmt euch einfach eine Wasserwaage zur Hand und arretiert die Schrauben so, dass ihr die Platte halt komplett in der Waage habt. So vergewissert ihr euch, dass das Fett, was nachher hier drauf liegt, nicht nach außen wegläuft und euch nach unten runterfällt, sondern hier direkt in die Mitte reinläuft. Das mache ich jetzt erstmal. Arretiert ist es, in der Waage ist es auch und jetzt heißt es erstmal Kohlen anzünden, denn die Platte muss das erste Mal richtig ordentlich eingebrannt werden. Bevor wir die Platte jetzt gleich mit Hitze ordentlich befeuern, öle ich sie schon mal so ein bisschen ein, damit das Guss das Öl halt an sich halt schon mal mit aufnehmen kann. Das heißt, reibe ich jetzt hier schon mal ordentlich ein bisschen Öl rein. Jetzt befeuern wir die Platte, dazu einfach als Glutnest hier unten so ein bisschen Kohle, in dem Fall von Mac Briquette, die Cococo X reinmachen, damit wir dann unten so ein ordentliches Glutnest haben. Da unten seht ihr dann jetzt, wie gesagt, das Glutnest und auf diesem Glutnest kommt jetzt einfach ein, zwei Holzscheite drauf und dann fängt das auch gleich schon an, Feuer zu fangen. Und dann würde ich sagen, lassen wir jetzt tatsächlich die Bilder sprechen und brennen dadurch die Gussplatte etwas ein.
Eine rauchige Angelegenheit, aber dafür eine geniale, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt gerade selber an den Bildern gesehen, richtig, richtig genial. Und die Platte, wir müssen uns keinen vormachen, es ist halt Guss und Guss braucht seine Zeit, bis die halt wirklich Hitze bekommt. Also gebt der Gussplatte, also der Barbecue Disco Moesta, anfänglich ein bisschen Zeit. Das kann halt wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde dauern, bis die Platte komplett die einzelnen Hitzezonen halt tatsächlich hat. Das heißt, wir reden jetzt hier von drei unterschiedlichen Hitzezonen. In der Mitte ist natürlich extremst heiß, dann in der Mitte ja gesehen mittlere Hitze und nach außen hin gesehen etwas schwächere Hitze, wie ihr das auch gerade bei dem Burger gesehen habt. Also ich habe halt wirklich extremst viel Spaß an dieser Barbecue-Disc. Ich habe euch bei mir auf dem Blog auf tobiasgrill.de so einige Sachen runtergeschrieben, so Maße und worauf noch zu achten ist, die Pflege und. Das habe ich, wie gesagt, alles auf tobiasgrill.de stehen, da könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Kommen wir zum Ende zu diesem Video. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video wie immer einen Daumen. Falls es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr wie immer unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder genau diese Produktvorstellung schaut gerne auf tobiasgrill.de nach. Bis dahin.